Servus Leute und willkommen zu einem neuen Destiny 2 Bildvideo von mir, dem Ilias. Ich muss sagen, endlich habe ich das Video zum lang ersehnten Titan-Bild fertig. Bei diesem Bild handelt es sich um ein Alles-oder-Nichts-Bild. Wenn es läuft, dann zerstört ihr damit einfach alles, egal ob Champion, Scharhüter oder was auch immer sich euch in den Weg stellt. Aber wenn ihr auch nur einen kleinen Fehler in so einem Spitzenreiter macht, tja, dann wartet ihr wahrscheinlich auf einen Revive durch euer Teammitglied. Ich persönlich liebe diesen aggressiven Spielstil ja voll und bin gerne mitten unter den Gegnern. Aber ganz klar, umso höher der Schwierigkeitsgrad, umso mehr müssen wir hier auch die Aggressivität im Spielstil etwas zügeln. Ich empfehle jedem von euch, das so einmal auszuprobieren, wie ich es hier im Bild dann auch erkläre. Ich finde ihn mega, mega stark und gut. Aber wenn ihr sagt, dass ihr eher bedacht und von hinten spielt, euch das Aggressive gar nicht so liegt, oder ihr nach dem Ausprobieren vielleicht sagt, nee, ich möchte doch eher vorsichtiger spielen in einem Spitzenreiter, dann habe ich hier rechts oben auch noch einen anderen Titan-Bild verlinkt, der eine sehr gute Alternative ist und eigentlich, ja, von ganz vielen so ungefähr im Spitzenreiter mit einem Titan gespielt wird. Übrigens, habt ihr eigentlich schon mal einen Jäger für die Unsichtbarkeit beneidet? Das könnt ihr jetzt mit dem Titan auch und ich zeige euch auch gleich in diesem Guide, wie ihr das Ganze spielt. Bevor wir uns aber den Bild anschauen, möchte ich euch noch kurz informieren, dass ich diesen Donnerstag, den 14.04. ab 20 Uhr den ganzen Abend eine Spitzenreiter-Helpline auf meinem Twitch-Kanal mache. Ist auch rechts oben verlinkt. Also wenn ihr Bock habt, dann kommt doch gerne vorbei. Vielleicht spielen wir ja dann zusammen sogar. Und ja, wir können die ein oder andere gute Adeptwaffe für euch ergattern. Das wäre doch eine mega nice Sache. Da ich in meinen letzten Endgame-Builds darauf angesprochen wurde, möchte ich es hier auch nochmal erwähnen. Es ist klar, dass man nicht jeden Build in jede Situation mitnehmen kann oder sollte. In manchen Spitzenreitern mag ein Build mega perfekt sein, für einen anderen Strike braucht man vielleicht einfach ein anderes Loadout. Auch dieser Titan-Build ist jetzt, wie schon angekündigt, etwas spezieller, aber eben auf jeden Fall im Low-Level und wirklich auch und im High-End-Bereich mega gut spielbar und macht sowas von Spaß. Und dann noch als kleinen Tipp, habt ihr einen Jäger in eurem Team mit den neuen Exo-Handschuhen, Erneuerungsgriff, dann, ja, wenn der in eurem Team ist, dann wird das Ganze nochmal deutlich effektiver, dann ist es wirklich Beast Mode. Aber jetzt schauen wir uns den Build erst einmal an. Wir spielen den Titan mit Leere 3.0. Ob ihr hier die Schutz der Dämmerung oder die Super Sentinel Shield nimmt, das ist euch überlassen. Ich persönlich spiele lieber den Sentinel Titan, einfach weil ich gerne voll drauf gehe, wie auch schon bereits gesagt. Als Granate nehme ich gerne beim Titan die Unterdrückergranate mit. Ich weiß auch nicht, was das ist, aber beim Titan spiele ich die einfach mega gerne. Und es passt auch gut zu dem Bild, wenn wir die Gegner erst unterdrücken, bevor wir dann unter den Gegnern wüten. Als Aspekte haben wir folgende zwei ausgerüstet. Zum einen kontrollierte Zerstörung. Ein Ziel mit einer leeren Fähigkeit oder einer instabilen Explosion zu treffen, macht es instabil. Weiterer Schaden an instabilen Zielen führt dazu, dass sie explodieren. Gewährt dir und nahen Verbündeten Gesundheit, wenn instabile Ziele in der Nähe explodieren. Außerdem das Aspekt Bollwerk. Setze deine Super ein, um nahen Verbündeten ein Überschild zu gewähren. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was wir wollen. Es geht eher darum, wenn du deine Barrikade erzeugst, gewährt sie dir und Verbündeten in der Nähe ein Überschild und stärkt sie. Dadurch wird der Überschild von Verbündeten, die hinter ihr in Deckung gehen, langsam regeneriert und ihre Überschilddauer verlängert. Als Fragmente habe ich folgende ausgerüstet. Zum einen Echo der Entkräftung. Eine Sphäre der Macht aufzunehmen, gewährt Verschlingen und minus 10 Erholung. Echo der Ausdauer. Auf dich angewandte leere Buffs, Unsichtbarkeit, Überschild und Verschlingen, haben eine verlängerte Dauer und minus 10 Belastbarkeit. Und zuletzt Echo der Obskurität. Finisher Todesstöße gewähren Unsichtbarkeit und geben dir plus 10 Erholung. Als Exo unserer Wahl nutzen wir ein meiner Meinung nach viel zu selten genutztes Exo-Rüstungsteil, die Exo-Panzerhandschuhe handfest mit dem Exo-Perk Geballte Faust. Maximiert Abwehrstats bei ausgerüsteten Schwertern, Schüsse, die direkt nach dem Abwehren geblockt werden, heilen dich. Ich habe den Build als vollen Elementarquellenbild gebaut, auch wenn es möglich wäre, hier zwei Mods vielleicht auch auszutauschen und daraus eine mit Licht geladen Mod zu machen. Aber ich persönlich finde es in den meisten Szenarien so besser und effektiver
für mich einfach Elementarquellen gerade das Must-Have. Also, um Elementarquellen zu erzeugen, verwenden wir die Mod unnachgiebiger Quellenschöpfer. Nachdem wir nachdem wir unsere Klassenfähigkeit genutzt haben, in dem Fall die Barrikade, wird der nächste Waffenkill eine leere Elementarquelle erzeugen. Wir packen hier aber noch die Mod Elementare Zeitausdehnung mit rein, damit wir eben durch diese Mod alle Effekte, die wir durch die Elementarquellenmods dann bekommen, länger anhalten. Verbrauchen in Anführungszeichen tun wir die Elementarquellen mit drei Mods. Zum einen, um unsere Resistenzen um 50% zu steigern. Hierfür nehmen wir die Mod Ausdauerquelle mit rein. Beim Aufsammeln einer leeren Elementarquelle erhalten wir für 8 Sekunden 50% Schadensreduzierung. Aber wir verwenden die Elementarquellen auch, um den Schaden zu erhöhen. Mit den Mods Quelle der Macht, hierdurch bekommen wir 13 Sekunden einen Schadensboost von 25% für unsere leere Waffen. Und natürlich verwenden wir auch die Mod Flüchtige Geschosse. Die Mod passt perfekt zu unserem Aspekt kontrollierte Zerstörung, denn hier werden wir und unsere Verbündeten in der Nähe für die Explosion, die wir durch die flüchtigen Geschosse machen, geheilt. Und wir bekommen einen zusätzlichen Damage Boost natürlich auch nochmal on top durch die Explosionen, die dabei entstehen. Außerdem packen wir natürlich sowohl Schwert-Munitionsfinder als auch Schwert-Plünderer-Mods mit rein. Vergessen nicht eine Mod mitzunehmen, um eben Sphären der Macht zu erzeugen, zum Beispiel harmonischer Siphon, in dem Fall, wenn wir eben eine leere Waffe nutzen. Und weil nur mit den Sphären können wir Verschlingen aktivieren, ohne wäre es blöd. Und wir statten uns in der Brust mit Resistenzmods aus, beziehungsweise nehmen die Mod Innovation mit, bei der wir durch das Aufsammeln von den Sphären, die wir dann erzeugt haben, jedes Mal auch nochmal stark geheilt werden. Je nachdem, was wir gegen die Champions brauchen, packen wir hier entsprechend die Mods in unsere Arme, wählen natürlich auch bei den Waffen das entsprechende aus, das dürfen wir nicht vergessen. Und im Klassengegenstand habe ich eigentlich immer Allzweck-Kickstart dabei, damit wir gleich beim Nutzen der Barrikade schon mal ein großes Stück der Energie zurückbekommen. Wenn nötig, kann man hier aber auch eine der beiden Mods oder auch beide, je nachdem, was wir brauchen, austauschen und zum Beispiel strahlender Finisher mitnehmen, um uns und unser Team mit schwerer Munition zu versorgen. Und strahlender Finisher ist, ja, ehrlich gesagt, eine verdammt gute und nützliche Mod, gerade für den Spitzenreiter. Kommen wir einmal zu den Waffen. Ein Must-Have, zumindest als Titan für diesen Bild, ist das Schwert Kronenteiler. Wobei zur Not auch jedes andere leere Schwert verwendet werden kann, zum Beispiel das aus dem Eisenbanner oder die fallende Guillotine. Dann nehmt immer, wenn möglich, eine leere Waffe im Energy-Slot mit. Ich spiele es mega gerne mit Trichternetz, aber wenn wir zum Beispiel unaufhaltsame Champions dabei haben, dann eignet sich auch eine leere Handfeuerwaffe wie die Palindrom. Finde ich sehr, sehr gut. Ein Impulsgewehr könnt ihr auch nehmen, aber ja, es ist ein Bild, der auf nahe Distanzen ausgelegt ist. Da würde ich eher dann eine Handfeuerwaffe nehmen. Und im Kinetik-Slot, nun, wenn ich nicht im Spitzenreiter bin, sondern im Dungeon oder in irgendwelchen anderen Aktivitäten, dann nehme ich eigentlich immer den Dürresammler mit. Ich liebe diese Waffe einfach, ist eine der besten Waffen fürs Ad-Clearing und zusätzlichen Damage over Time bei Bossen dann. Für einen Spitzenreiter empfehle ich insbesondere, wenn wir auch Antibarriere-Gegner haben, fast immer die Arbalest. Insbesondere, weil wir dadurch auch alle Schilde abdecken und uns das einfach komplett egal sein kann, was für Schilde die Gegner haben und wir können trotzdem unsere leere Waffen spielen. Und wie spielt sich das Ganze jetzt? Wir starten, wie so oft, jede Begegnung mit unserer Klassenfähigkeit, also in dem Fall mit der Barrikade. Dadurch erhalten wir nach dem ersten Waffenkill eine Elementarquelle und dann kann der Spaß auch schon beginnen. Gerne könnt ihr auf dem Weg zu den Gegnern noch eure Unterdrückergranate reinwerfen und dann stürmt ihr mit dem Schwert auf die Gegner zu. Durch das Einsammeln der leeren Elementarquelle bekommt ihr erhöhten Waffenschaden für alle leere Waffen, also auch euer leeres Schwert. Ihr bekommt einen Schadenswiderstand von 50% plus ihr bringt die Gegner durch die flüchtigen Geschosse zum Explodieren, wodurch ihr euch wiederum heilt. Das Gute ist ja, die flüchtigen Geschosse, die funktionieren auch mit dem Schwert und ihr haut zusammen mit Quelle der Macht so krassen Schaden dann raus, dass jeder Champion richtig schnell liegt. Euch kann es auch komplett egal sein, dass ihr mittendrin stehen müsst, denn ihr habt die verbesserten Resistenzen, heilt euch durch die Explosion jedes Mal und nach einem leeren Kill
heilt ihr euch sogar jedes Mal komplett, solange ihr Verschlingen aktiv habt. Und eure Granaten sind auch jedes Mal, wenn 10, 12 Kills oder so, egal was für Gegner es sind, ist eure Granate auch schon wieder ready. Eure Barrikade dürftet ihr jedes Mal wieder ready haben, bevor die Timer auslaufen. Und so könnt ihr das Ganze schön immer wieder aneinander ketten. Seid ihr gerade vorne drin und haut auf einen Champion zum Beispiel ein und es wird doch etwas brenzlig, was durchaus sein kann, weil der Schaden im Spitzenreiter ist schon krass, den man kassiert, dann killt ihr den Champion nicht mit dem Schwert, sondern macht einen Finisher. Dadurch werdet ihr dann unsichtbar und wenn ihr zum Beispiel strahlender Finisher dabei habt, bekommt ihr wiederum Schwertmunition. Ihr könnt die Finisher aber auch verwenden, um leichter an die Champions ranzukommen, also indem ihr einen kleinen Gegner finisht, unsichtbar werdet, zum Champion hingeht und ihm dann mit dem Schwert eins überzieht. Generell muss man sagen, dass ihr das Schwert fast schon als Primärwaffe nutzen könnt, wenn ihr oder Teammitglieder die Mordstrahlende Finisher dabei habt. Ich liebe es einfach, unter den Gegnern zu stehen oder mitten unter den Gegnern zu stehen und mit dem Schwert hier diesen extremen Schaden auszuteilen. Und wenn ihr das Überschild mit der Unsichtbarkeit durch die Finisher dann richtig timet, dann ist es auch nicht schwer, an die Champions ranzukommen, sie zu killen. Und selbst wenn wir unter stärkerem Beschuss stehen, also mal angenommen, es schießt so ein dickerer Ogre ja, auf uns, dann nutzt einfach das Abwehren mit dem Schwert. Ihr haltet einfach damit eine gefühlte Ewigkeit den Beschuss von den stärksten Gegnern aus und ihr könnt es entweder nutzen, um euch in Sicherheit zu bringen, eine Barrikade zu setzen und dann Überschild zu bekommen oder um an die Gegner näher ranzukommen und ihr letztendlich den Kill zu machen. Also wie ihr es auch macht, ihr habt so viele Möglichkeiten, an die Gegner ranzukommen, sie zu erledigen und ihr macht Single-Target-Damage, ihr habt Explosionen um euch herum. Es ist einfach ein richtig cooles Gefühl, finde ich, diesen Bild so zu spielen und ich stehe gerne mit dem Schwert unter den Gegnern. Wie sieht's bei euch aus? Macht ihr das auch gerne? Spielt ihr gerne mit dem Schwert beim Titan? Oder sagt ihr, nee, ist mir eigentlich zu riskant? Ich persönlich, wer in meinen Streams ist, der weiß, ich liebe das Risiko. Und das war es aber auch schon zu dem Bildvideo. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Like freuen. Vielleicht sogar über ein Abo, wer weiß. Ja, dann verpasst auch ihr keine weiteren Destiny 2 Videos mehr von mir. Sowohl News, als auch Guides, als auch Builds kommen in regelmäßigen Abständen von mir für euch. Und das war es auch schon. Bis zum nächsten Mal, euer Ilias. Ciao.